Liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserem heutigen Ingolstädter Smalltalk und zwar mit Klaus aus dem Mohrenkopf. Grüß dich, Klaus. Servus, grüß dich, servus. Ich habe zwei Fragen an dich, die deinen Namen betreffen und viele weitere Fragen. Und das wird unser heutiger Smalltalk zum Mohrenkopf und zu dir. Die erste Frage ist, du bist auf Facebook mit dem Namen Klaus Wolfgangson. Richtig. Ich kenne dich damals unserer Schulzeit noch als Klaus Hering. Was ist da passiert? Das ist ganz einfach. Ich bin Wikinger-Fan, Island-Fan und mein Vater heißt Wolfgang. So. Und deswegen Sohn des Wolfgang, Klaus Wolfgangson. Also Künstlername praktisch. Genau. Okay. Wie heißt dein Vater? Mein Vater heißt Adalbert. Also das heißt Daniel Adalbertson. Und wenn ich jetzt ein Mädchen wäre? Dietor. Adalbert Dietor. Wow. Innerhalb von 30 Sekunden schon so viel gelernt. Unglaublich. Also ist in Norwegen, Island. Schweden hat es abgeschafft, weil es zu viele Namen sind. Weil er keiner mehr Nachnamen hat. Deswegen. Ach, betrifft jetzt nur Norwegen? Norwegen, Island, die kleineren. Island, okay. Ja, Finnland nicht. Finnland, glaube ich, hat es nicht. Nein, Finnland hat es nicht. Okay. Das waren die skandinavischen Länder, die haben das immer. Der Sohn von, die Tochter von. Ah, okay. Es gibt da welche, die heißt Gustav Gustafsson. Auch noch. Zum Beispiel. Muss ich mal. Ja, musst du mal schauen. Ja. Ich habe dich heute hier, oder wir haben uns jetzt endlich mal nach so vielen Jahren auf einen längeren Talk getroffen, aus folgendem Grund. Du bist ja eine absolute Berühmtheit auf Facebook. Ja, bitte über, nein, nicht über. Ja, du hast knapp 100.000 Follower. Nicht ich, das Lokal. Das Lokal, okay, das stimmt, ja. Gut. Und ich glaube, das nur, hat Mediamarkt mehr und Audi, ja. Oder? Ich weiß es nicht, ich schaue da nicht. Du bist ja auf jeden Fall ganz weit vorne. Ich habe nur kurz geschaut, ich glaube, der ERC hat 30.000. Ja, also dein Mohrenkopf hat dreimal so viel wie Winterbeats und das heißt etwas. Wenn du etwas postest, sind da gleich mal, jetzt untertreibe ich, 1000, 2000 Likes. Ja, das ist seit 2 Jahren ist das so. Seit 2 Jahren. Da war doch der Artikel in der Bildzeitung. Da war das ein großer Artikel, ja. Genau, da wollte das Fernsehen wollte kommen und die Bildzeitung hat einen Artikel gemacht. Augsburger Allgemeine war es in der Zeitung, in Südtirol in der Zeitung, in Innsbruck, in Berlin, überall war dieser damalige Facebook-Artikel. Mhm. Da, wo es immer um so Beschimpfungen gegangen sind, wegen dem Namen eben. Ja. Und aufgrund des Zeitungsberichts und dann auch dieses der Facebook-Beitrag hat sich dann geteilt. Es geht dann anscheinend wie ein Lauffeuer. Und bis du da schaust, über Nacht hast du da 1000, 2000 und dann waren es zum Schluss 200.000 Likes bei einem Beitrag, wo man kein Bild, nichts hatte, sondern es einfach nur um diese Diskussion gegangen, um diesen Namen eben. Mhm. Ja? Und dann war das ein Hype, das ist irre, da rufen dann Leute im Lokal an, positiv, ja? Es hat auch welche negativ geben, okay. Und also das war schon irre, das war schon irre. Und dann kommen die auch, also wir haben momentan, das ist fast schon wie so ein Ausflugslokal. Darauf kommen wir also auch gleich, ja. Es war jetzt zum Beispiel übers Wochenende eine Frau aus der Schweiz da, die hat, ist im Bayerischen Hof, hat die geschlafen um die Ecke und war 2 Tage jetzt im Mohrenkopf, Frühstück, Mittag, Abendessen. Und die kommen überall her, entweder auf dem Weg zum Urlaub, vom Urlaub oder extra her. Ja, also Augsburg, Nürnberg, München ist die kurze Distanz. Ja. Wow. Okay. Also Rekord ist Kanada. Der Rekord ist Kanada. Die waren in München zu Besuch und dann haben sie in München als allererstes die Verwandtschaft gefragt, Entschuldigung, wo ist Mohrenkopf in Ingolstadt? Und dann haben die da zum Frühstücken kommen. Ja. Wie viele Touristen hast du so im Schnitt im Monat oder in der Woche? Wo du es weißt, weil du weißt ja oft auch nicht, die kommen vielleicht nur hin, machen ein Foto und gehen wieder. Die geben sich meistens zu erkennen, weil die sagen dann wirklich, man ist ja irgendwo stolz drauf, wenn man jemanden besucht oder irgendwie so. Und dann sagen die, ey, wir sind für extra jetzt aus Ding, wir verfolgen sie auf Facebook, wir verfolgen euch auf Facebook. Ja. Und ich sage jetzt einmal, sind im Sommer ist natürlich mehr, klar, weil einfach das Wetter es zulässt, dass du mehr unterwegs bist wie jetzt im Winter, sind ungefähr so 15 bis 20 Leute pro Tag. Ach, die jetzt irgendwo herkommen, wie gesagt, ob sie auf dem Weg vom Urlaub sind, in Urlaub sind oder extra herfahren. Donaueschingen, Nürnberg habe ich schon gesagt, Fürth war dabei, Thüringen, Sachsen. Und im Sommer sind 2 aus Dänemark gekommen mit einer Ente. Die waren auf dem Weg nach Österreich zu einem Ententreffen und die sind aus Dänemark gekommen. Wir reden hier vom Auto-Ente. Wir reden vom Auto-Ente, vom Auto-Ente. Ja. Ja. Die haben dann gefrühstückt und sind dann weiter nach Österreich gefahren. Also das ist schon irre. Nee, und auf alle Fälle Corona, ja, machen wir Essen zum Mitnehmen. Und das hat, im Endeffekt hast du das gemacht, damit du im Endeffekt im Gespräch bleibst. Du hast was zu tun. Deine Geräte, Spülmaschinen und Herd, alles ist am Laufen. Und du bleibst in Kontakt mit den Leuten. Ja, genau. Ja, das, was du einkaufst, das verkaufst du. Du verdienst nicht viel dabei. Aber du hast was zu tun. Und dann kommst du auf Ideen. Was irgendwie so,
Tasse, ja, machen wir Tasse. Und da kenne ich halt eben vom Printchamp, ja, ja, der macht die Tassen, haben wir mal eine Tasse machen lassen, dann den To-Go-Becher, den ersten. Ja, und so ist das ins Rollen gekommen. Und durch diesen Hype in Facebook und dieses ganze, diesen Aufruhr, sage ich jetzt mal, ja, sowohl positiv als auch leider auch ein bisschen negativ, haben wir immer mehr Tassen machen lassen. Also es gibt das Sportlermodell, es gibt das Guten Morgen, es gibt Lachen macht glücklich, ja. Und die Tassen haben wir im Lokal, die kannst du kaufen ganz normal. Okay. Oder du bestellst sie in dem Shop, da wärst du dann verlinkt. Also auf der Seite von dir? Ja, du schreibst mir praktisch, okay, du, ich hätte gerne eine Tasse oder die Leute fragen, kriegst den Link und dann kannst du es dort bestellen. Okay. Wir haben dann zum Oktoberfest einen Maskrug machen lassen, das, ja. Dann haben wir diese Stofftragetaschen, ja, haben wir machen lassen. Die Mädels am T-Shirt so, also nicht das jetzt hier, sondern weiße, weiß steht mir nicht, weil schwarz macht schlank. Und mit dem Mohrenkopf vorne drauf, mit dem Lächeln, ja. Und das verkauft sich, das ist irre, das ist Wahnsinn. Also wir werden den Shop und die Seite auch hier unten verlinken, wenn ihr was haben wollt. Ja, genau, oder, wie Champ, genau. Oder bei uns im Lokal. Oder bei dir im Lokal. Genau. In der Stadtmitte, muss man auch sagen. Du bist ja hier direkt am Eingang von der Stadt. Ja, 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 am Eingang von der Stadt. Wie lange eigentlich schon? Man muss anders sagen. Du bist ja jetzt nicht der Initiator, nee, vom Mohrenkopf, sondern du hast übernommen damals. Das Lokal gibt es seit 92. Das hat der Wolfgang Erhardt, ja, ja, Konditormeister, Bäckermeister, der hat es damals aufgemacht. Und da war es ja im Endeffekt so, das hat im Endeffekt fast wie eine Eisdiele ausgeschaut. Marmorboden, Granitboden, Marmortische. Und es hat ja nur Frühstück gegeben, Kaffee, Kuchen, Eis. Zum Essen hat es fast nichts gegeben. Mhm. Das Fortgehverhalten war natürlich damals anders. Ja? Ja. Und 2007 habe ich für ihn im Mohrenkopf gearbeitet. 2008 haben wir festgestellt, beide zusammen, dass das Lokal einfach schon veraltet ist, dass einfach vieles kaputt ist und es muss was gemacht werden. Und dann haben wir zusammen eine Firma gemacht und haben das Mohrenkopf 3 Monate geschlossen, komplett alles rausgerissen und oh, okay, so wie es jetzt gestaltet ist. Auch mit einem größeren Angebot, weil Kaffee-Bistro funktioniert ja nicht mehr ohne Essen. Du brauchst im Endeffekt ein groß gefächertes Angebot, brauchst ja, du. Ja. Ja. Und 2011 ist der Wolfgang dann ausgestiegen, da haben wir uns dann getrennt und habe ich das allein und seitdem führe ich es alleine, genau. Und den Namen habe ich beibehalten, weil erstens habe ich nie daran gedacht, den Namen zu ändern. Zweitens kennt ihn jeder. Ja. Es kennt jeder Mohrenkopf. Ja. Und ich habe auch nie was Schlechtes dabei gedacht. Also wirklich nie. Nie. Auch jetzt nicht. So ist es, so ja, genau, 30 Jahre, über 30 Jahre gibt es das Lokal ja dazu, genau. Weißt du, wieso er den Namen damals gewählt hat? Ich habe nie darüber mit ihm gesprochen, über den Namen, aber ich denke mir mal wegen der Süßspeise. Ja, weil im Endeffekt, ich glaube, viele Konditoren oder Bäcker haben das früher gehabt. Ich kriege es ja mit, wenn sie es mir schreiben. Wir haben es am Wochenende nur, ich kriege es von jemandem frisch gemacht. Wie gesagt, vorhin mit Biskuitboden, schaut fast so aus wie Yes, No. Ja. Yeah, Baby. Genau. Und mit der Schlagsahne oder mit Vanillepudding und dann den Schokodeckel. Mhm. Und ich denke mal, er hat das damals auch im Angebot gehabt und deswegen Kaffee Mohrenkopf. Okay. Ja. Macht absolut Sinn. Ich habe mal kurz recherchiert gehabt, wo das Mohren, wo der Name überhaupt herkommt. Und das waren ja die Kräuter, die die Afrikaner nach Europa gebracht haben. Und es war ja eine Auszeichnung sozusagen. Ja. Das war ja absolut positiv. Wir haben auch die Mohrenapotheken und das Ganze. Ja, deswegen heißt ja das alles ja auch so. Und es ist ja für, es ist ja im Endeffekt, es gibt verschiedenste Versionen. Ja? Der eine so, der andere so. Und wenn du was Negatives sehen willst, dann nimmst du natürlich die Version her, die halt am negativsten ist. Ja? Ich kann auch nicht 100% sagen, wo kommt dieser Begriff Mohren her? Ist er negativ, ist er positiv? Im Grunde muss man ja einfach denken, wenn ich ein Geschäft aufmache, egal welcher Art, Arzneimittel oder Cafeteria, denke ich mir eigentlich einen positiven, beziehungsweise der von meinem Gespür positiv ja ist, so mit dem aus, weil ich will ja auch ich Umsatz in, machen. Ja, dass sich in 20, 30 Jahren irgendwo was verändert von der Sprache, von irgendwas her, brauchen wir auch nicht diskutieren. Aber ja, ich sehe es immer noch nicht negativ. Weil wenn ich, was dann vor 30, 40 Jahren hast du sehr wenig Dunkelhäutige bei uns gehabt. Mittlerweile gehört es dazu, ist ja vollkommen okay. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich heute Mohrenkopf sage, dann sehe ich das oder das, was wir am Wochenende haben, aber keinen Menschen. Ich beziehe es nicht auf einen Menschen. Ich sage auch nicht zu einem Menschen, du Mohrenkopf. Das mache ich nicht. Genauso sind wir dabei beim Zigeunerschnitzel. Wenn ich halt Zigeunerschnitzel lese, Schnitzel, Tomaten-Paprikasauce, scharf mit Reis oder Pommes, das ist für mich Zigeunerschnitzel. Ja. Da denke ich nicht an eine Menschengruppe. Sorry. Also klar wird es welche geben, die sich da angesprochen fühlen, aber ich will keinen beleidigen, ich beleidige keinen. Also
Also wir haben über sowas überhaupt gar nicht nachgedacht. Wir waren ja Cowboy und Indianer. Ja, wir hatten den Peter von der Havanna Bar. Ja, warum denen sie zum Beispiel Kinder als Indianer verkleiden? Weil es einer gefällt, weil es positiv ist. Also das ist ja, aber heutzutage wird alles in Hawaii-Toast. Man will jetzt den Hawaii-Toast auch verbieten, weil es aus der Kolonialzeit ist mit den Hawaiianern, mit der Ausbeutung, mit Ananasplantage. Okay. Ja, ich meine, dass eine Hawaii-Pizza jetzt nicht gerade das Beste ist, okay, aber Hawaii-Toast, sorry, das soll jetzt dann in Zukunft Ananas-Toast heißen. Also man versucht schon überall irgendwo. Und die Sachen, die dann wirklich rassistisch sind oder wirklich nicht mehr zeitgemäß, die fallen gar nicht mehr auf, weil man um Sachen beschäftigt, mit die einfach nicht relevant sind. Mhm. Ich habe auch hier Eskimo-Eis. Eskimo-Eis soll es auch nicht mehr geben, weil die indogene Gruppe ja, hier das auch... Ja, was haben wir früher gehabt? Kennst du das Soft-Eis mit dem Schokoladenüberzug? Wie hat es geheißen? Brauner Bär, oder? Nein, das ist was anderes. Das ist dieses Langnese-Stiel aus dem Karamell. Also mit Eis kenne ich mich aus. Komm jetzt, Hausaufgabe. Soft-Eis, Schokoladenüberzug, Eis, Punkt, Punkt, Punkt. Darf man jetzt auch nicht mehr sagen. Okay. Ja, jetzt. So hat es früher geheißen. Und dann gab es ja auch noch, okay, man darf das echt gar nicht mehr sagen, man fühlt sich schon komisch dabei. Wenn man so diverse Assoziationen auf einmal hat, die man früher überhaupt nicht hatte. Na, ich habe zum Beispiel Dunkelhäutige als Stammgäste. Ja? Und ich habe auch meinen Stammgast mal gefragt, ob er ein Problem hat. Dann sagt der Klaus, nö, der kommt aus New York, der Ellen, ja? Kann ich einen Namen sagen. Und das Einzige, was er mir vorwirft, ist als Rassismus, ich habe nur immer die Dunklen gehabt. Er will Weiße haben. Also seitdem kriegt er Weiße, weil er sich sonst diskriminiert. Also Spaß. Aber er sagt, er findet das nicht. Er will das Wort Neger nicht, das will er nicht. Ja. Das ist für ihn abwertend. Ja. Das sprechen die untereinander in der Bronx, der kommt aus der Bronx, aus New York, da sprechen die so untereinander, aber das ist ein Wort, wo er sagt, Das ist schon, oder wenn du anschaust, das Lied vom Udo Jürgens, aber bitte mit Sahne, da kommt ja dieser Begriff Mohrenkopf vor und einen Mohrenkopf dazu, verbietet man. Ja? Oder Heino, schwarzbraun ist die Haselnuss, das soll, also sorry, eine Haselnuss ist halt einmal schwarzbraun, darf man jetzt dann bald nicht mehr schwarzbraun, also sorry. Das ist dieses ewige, schwarzbraun ist die Haselnuss und lustig ist das Zigeunerleben. Kennst du seinen Auftritt, was er über Gendern hält? Ich meine, das ist jedem freigestellt, jeder darf das machen, wie er meint. Aber das ist schon krass, was da momentan ist. Alles irgendwo in Frage stellen oder sonstiges. Und die Themen oder die Sachen, die dann wirklich zu diskutieren wären, die fallen irgendwo unter den Tisch. Weil ihr lacht da nur noch teilweise drüber. Ja? Ich will es nicht verharmlosen, weißt du? Wenn was rassistisch ist, diskriminierend, beleidigend, dann brauchen wir nicht diskutieren. Aber mir fällt zu Mohrenkopf, zu beleidigen, zu Rassismus, fällt mir Bezug. Sorry, ist so. Okay. Ist so. Das ist auch ein Thema, hast du mir gesagt gehabt, das ab und zu vorkommt, so ohne den Haaren, dass du mal in die eine oder andere Ecke gedrängt wirst. Bist du bei gewissen Leuten mit gewissen Anfeindungen, bist du sowieso, so hat er das mit Facebook angefangen, weil Google-Bewertung hin oder her, wenn halt was schlecht machst, darfst du gerne schlecht bewerten, muss ich dazu stehen. Es ist schwer, wenn du halt unfreundlich bist, wenn irgendwas am Essen ist oder irgendwie sowas oder Hygiene, brauchen wir nicht diskutieren, das ist nicht schön, aber ist so, musst du damit leben. Ja. Aber ein Lokal zu bewerten, ohne da drin gewesen zu sein, auch positiv, das ist ja auch der Blödsinn. Nur wegen einem Namen, sorry, lern doch mal die Leute kennen, lern doch mal das Angebot. Ja. Setzt euch runter und schaut euch die Bedienungen an, schaut euch die Gäste an. Und da wird er dann vor, geht dann ins Lokal und sagt zu meiner Frau, ist der Chef da? Nö, aber ich bin die Frau. Ach, sie sind mit dem Nazi verheiratet. Und da steht meine Frau drin und denkst dir, hey, hoppala. Oder, oh, der Eingang zur Hölle. Ja, der AfD-Hochburg, Nazi. Also sorry, dieses Wort, ich muss eigentlich gar nicht sagen. Und das ist dann schon heftig. Schaut ihn euch an mit der Glatze. Ja, sorry. Nur zur Klarstellung. Wie weit distanzierst du dich von diesen Äußerungen? Ich bin kein Nazi. Also zu 1000%? Ja, sorry. Ja. Also, das du mal hier festgehalten. Müssen wir mal überlegen. Und hoffentlich auch verstanden. Müssen wir überlegen, was ein Nazi ist. Wirst du als Nazi beschimpft. Und das geht dann, irgendwann ist mir das schon. Deswegen habe ich so einen Artikel verpasst, sich das nicht mehr gefallen zu lassen. Ja. Und da kamen Anrufe, erst letzte Woche, ruft einer an, Bedienung geht hin, Kaffee Mohrenkopf, grüß Gott, ihr scheiß Nazis, und legt auf. Man, die Bedienung war dort, da denkst du, die hat es mir erzählt. Dann hat er, ich habe eine türkische Bedienung, ja, eine bayerische Türkin, und dann geht er auf Mädel ins Lokal rein, ist der Chef da? Nee, der ist nicht da. Dann sagen sie ihm einen schönen Gruß, er soll mir diesen scheiß Nazi-Namen wegtun. Das ist ja Rassismus. Und dann sagt sie, Lidl, jetzt pass mal auf, ich komme aus der Türkei.
und da drin steht eine Küchenhilfe aus Kasachstan und um die Ecke kocht unsere Milli, die ist aus Montenegro. Mhm. Und jetzt erklärst du mir, was Rassismus ist. Also sorry. Ich habe sogar einen Benite, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ja, sag mir was. Ja. Der hat bei mir mal gearbeitet, ein Schankkellner. Okay. Der ist aus Haiti. Sorry, den habe ich auch gefragt. Sagt der, Klaus, sorry, ich bin schwarz. Ja? Ja. Und Mohrenkopf ist für mich das Teil hier. Das ist Fischspeise. Das ist ganz einfach. Mhm. Weißt du? Das ist... War mal eine da aus Südafrika, war die? Wie hat jetzt die geheißen? Ich weiß gar nicht mehr, wie die geheißen. Mit ihrem Mann, er weiß, ihr Dunkelhäutige aus Südafrika, lebt seit 20 Jahren in Deutschland und wollte unbedingt zu uns kommen, um einen Mohrenkopfsemmel zu probieren. Sie will wissen, was das ist. Hatten wir früher auch gegessen. Ja? Und sie hat kein Problem, weil wir dann geredet haben. Aber ihre Nichte, auch dunkelhäutig, findet es rassistisch. Also das siehst du mal, da war nicht so, der andere so. Das ist... Die große Reichweite hast du ja primär auf Facebook, auf Instagram, YouTube, TikTok. So. YouTube, TikTok, also... Bin ich noch nicht so weit. Das heißt, Instagram hast du ja installiert, aber auch noch nicht so lange. Ist installiert, oder? Nein, noch nicht so lange, halbes Jahr oder sowas. Aber da mache ich die ganz normalen Beiträge, die auf Facebook genauso sind. Und dann, das erhöht sich, aber nicht so, da ist nicht so der Rand dabei. Mhm. Weil anscheinend ist das jetzt noch nicht so. Bei Junge ist wahrscheinlich Instagram, ich, keine Ahnung, TikTok. Definitiv, ja. Junge ja, alles sind gut. Bei Insta. Ja, alles gut. Ja. Der TikTok, ich weiß ja gar nicht, wie das funktioniert. Ist gar nicht so schwer, bin aber auch erst seit, also ich persönlich nicht, mit Winterbeats bin ich seit letztem Jahr. Ja, also drauf, das ist, aber, vielleicht kommt das noch. Ja. Aber vielleicht bin ich dann schon in Rente, keine Ahnung. Das glaube ich nicht, wie lange, oder was meinst du? Was ist deine Zukunftsplan? Wie sieht deine Zukunftsplan aus? Schwierig. Ich bin so alt, wir haben alle gleich, 52, 53, gell? Ja, es ist schwierig. Ein paar Jahre noch, weiß es nicht. Ob es nur 10 Jahre geht, 5 Jahre geht, 8 Jahre geht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay. Und gerade in der heutigen Zeit kann es auch ziemlich schnell gehen. Corona hast du es gesehen. Mhm. Wenn irgendwas ist, du weißt es nicht. Ja. Und wie oft du sowas noch mitmachen kannst und durchhalten kannst, schwierig. Mhm. Und das Fortgehverhalten, das Ausgehverhalten verändert sich. Weißt? Hast du gemerkt, dass das Publikum sich anders verhält oder anders ist seit Corona? Ja, es hat sich viel verändert. Nicht nur das Publikum, sondern allgemein. Ich meine, das wird ja jeder feststellen. Menschen haben sich verändert seit Corona. Eigentlich haben wir gehofft, viel positiv, aber so viel ist es nicht. In welche Richtung? Wie schätzt du das ein? Egoistischer. Nicht alle, nicht alle. Ich will nicht alle über den Kamm scheren, aber es fällt jetzt so auf, wenn du viel mit Leuten zu tun hast, aber nicht nur jetzt im Lokal, sondern auch beim Einkaufen auf der Straße, egal wo. Ich meine, das Erfahrung wird jeder irgendwo machen. Das ist ganz ein bisschen sensibler geworden. Das ist. Ja, ja. Weil da hat es damals ja so gespalten mit Corona, der eine so, der andere so in die Richtung, weißt du schon, und kein Mittelmaß nicht irgendwo. Da haben die Ungeimpften so verteufelt worden und umgekehrt, jetzt sind die Geimpften. Es ist ganz, ganz schwierig gewesen. Mhm. Und das ist ja allgemein so, weißt du, eine Meinung ist schwierig. Jeder vertritt seine, ist ja okay, aber ich muss einmal eine andere Meinung zulassen. Trotzdem begrüßt du die meisten schon fast als Running Gag in der Früh mit einem guten Morgen. Ja, das weiß ich. Und das mit M-O-H-R geschrieben, mit dem H drin. Aber das hat von Kaffee Mohrenkopf, M-O-H-R, ist das guten Morgen. Da ist nichts dahinter, Gedanke. Und das ist so in der Früh, das hat sich schon eingespielt. 8 Uhr, zwischen 7.59 Uhr und 8.03 Uhr, bumm, muss das sein. Das ist schon krass. Ist einfach schon eine gute Stimmung verbreiten. Ja, aber so eine gute Stimmung, das kommt ja immer auf Tagesding so. Ja. Meistens habe ich irgendeine Espresso-Tasse in der Hand oder irgendeine Kaffeetasse oder Mohrenköpfe oder was weiß ich, was, keine Ahnung. Und dann machst du halt so ein Foto. Selfie in der Früh und dann zack. Ich glaube, die Leute im Bus lachen schon immer, wenn sie vorbeifahren, wenn ich wieder mit dem Handy draußen sitze. So. Man muss ja schauen, kein Doppelkinn, weißt du, das muss ja alles passen. Ah, okay, muss alles passen, gell? Und dann aufpoliert. Deswegen ist ja die Kaffeetasse immer so, weißt du, dann sieht man das so. Siehst du das? Ja, das muss schon passen. Ein guter Trick. Probieren wir nochmal hier. Brust. Ja, Brust. Muss mit unserem Wasser. Sauber, genau. Da habe ich eine Tasse, da steht drauf, Kopf hoch, sonst Doppelkinn. Gibt es die auch zu kaufen? Oder? Nein, das ist mein eigenes. Okay, okay. Das ist die Chefpresse und Kopf hoch, genau. Das zweite Running Gag-Foto ist ja deine Säule, die du vorne hast. Das ist aber schon out, das war ja früher mal der Vollpfosten. Gibt es aber noch, oder? Den gibt es noch, aber ich passe da nicht mehr so auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da zur Erklärung, im Koffer dort gestanden. Zur Erklärung, das war so ein Pfosten und da haben sie dann gerne mal Fahrräder mit dem Pfosten, der ungefähr so hoch ist, ne, dann hört er auf und dann stellen sie das Radl hin und ketten es rum. Also einfach hochheben, das ist schon irgendwie, und das war so, ja, das war schon irre. Da warst du dort schon mit dem Koffer. Ja, genau. Aber das, da habe ich gar nicht mehr aufpasst. Das ist schon immer so aktuell. Aber es hat sich bei mir eingeprägt. Ja, das ist so, Vollpfosten. Was ich hier mit dir und deinem Lokal verbinde. Ja, kurz mal zum Angebot. Was gibt es bei dir eigentlich alles? Außer den Süßwaren, es gibt ja Mittagsgerichte. Du, wir machen im Endeffekt, haben wir eine große, reichhaltige Frühstückskarte, also kein Brunch, wie es früher mal gegeben hat, normale Frühstückskarten. Und dann hast du ein Kaffee-Bistro, also keine Vollküche. Ja. Wir haben ja nur, wir haben auch keinen Grill nicht oder irgendwie sonstige, keine Fritteusen, gar nichts. Wir machen unsere Salate, dann machen wir Nudelgerichte,
Die Soßen machen wir selber. Und dann gibt es halt die gewissen Zutaten drin. Ja, je nachdem, ob das schlimm sind, Putenstreifen, egal was jetzt. 3, 4 verschiedene Nudeln, 2 verschiedene Soßen oder man kocht einmal andere. Dann hast du Sachen wie Folienkartoffeln, Toastgeschichten. Ja, Toastgeschichten haben wir viele. Hawaii-Toast. Hawaii-Toast unter anderem, ja, auch genau. Ananas-Toast. Wie heißt auf deiner Karte? Hawaii-Toast? Der heißt Hawaii-Toast. Hawaii-Toast, okay. Sorry. Ja. Zigeunerschnitzel gibt es leider keins. Okay. Und der Toast, der so ausschaut, heißt bei mir Gärtnerin-Toast. Also Gärtnerin, weiß nicht, ob ich da noch Ärger kriege, weil es sollte jetzt dann in Zukunft Gärtnerinnen nennen. Toast. Ja, auf jeden Fall Standard und so. Ja, dann ist okay. Ja, okay. Ja, gut, und dann Kaffee, Kuchen halt, genau, Eisgeschichten, genau. Und das war's. Und Abend halt, ja, Cocktails haben wir auch. Also komplette Bandbreite halt. Ich will nur mal einhaken, weil du gesagt hast gerade, hausgemachte Soßen. Mhm. Also Fertigsoße gibt es. Also wir haben, also unsere Nudeln, Tagliatelle, Spaghetti, Penne, sind keine selber gemachten Nudeln, kriegen wir vom Feinkosthändler. Ja, ja. Ist einfach so. Und Tomatensoße und die Sahnesoße, die machen wir selber, die beiden. Mhm. Ja. Und dann haben wir noch mal eine rosa Pfeffersoße, die machen wir selber. Und dann tust du halt nur noch die Zutaten, ob das einmal Lachs mit Spinat ist, ob das einmal Shrimps sind, egal was jetzt. Aber die zwei Grundlagensoßen, jetzt ist Herbst, haben wir Kürbissuppe, die machen wir selber. Dann machen wir Karotten-Ingwer-Suppe, die selber, Kartoffelsuppe wird selber gemacht. Wenn es Chili gibt, machen wir selber. Es gibt auch Sachen, die sind nicht selber gemacht, die gibt es dazu. Also Reibadatschi zum Beispiel, wäre eine einfache Geschichte zu machen. Wir haben ihn fertig, weil mir mal ein Koch gesagt hat, wenn du einen rohen Reibadatschi nimmst, einen gefrorenen, beißt runter und der schmeckt nach Kartoffel, dann schmeckt er. Ah, okay. So, ich kriege ihn fertig und der ist seit Jahren so bei uns. Ich stehe auch dazu und der wird gut angenommen. Der Preis ist nicht so, wie wenn er selber gemacht ist. Ja. Und wir fahren ganz gut damit. Du musst nur dazu stehen. Genauso Apfelstrudel haben wir im Angebot. Der ist auch tiefkühl. Ja. Mhm. Der ist von der Firma Dinghardinger. Das ist so ein Familienbetrieb. Und die kriege ich über einen Großhändler. Und der schmeckt, aber du musst das sagen. Das ist nicht frisch und gut ist. Wäre da der Aufwand einfach zu groß, so einen Apfelstrudel zu machen jetzt für die Menge? Das Problem ist das, Daniel, du kannst jetzt an einem Tag wie gestern, super schönes Wetter, dann magst du, wie viel magst du Apfelstrudel? 20, 15, 10? So, dann hast du das in der Kuchenvitrine drin und dann geht er vielleicht nicht. Ja. Nach 2 Tagen musst du weg da. Und das ist halt das Schwierige dabei. Weißt, das ist halt, es ist... Okay, verstehe. Ja, jetzt haben wir mal über deinen Namen, jetzt haben wir über den Namen von deinem Lokal geredet. Dich selber vorgestellt, wir haben über das Speisenangebot geredet und ich glaube, damit haben wir jetzt das meiste abgehandelt, oder? Hast du noch was? Nein, mir fällt jetzt momentan nichts ein. Nee? Nee. Ja, dann, lieber Klaus, bedanke ich mich bei dir, wünsche dir eine gute Zeit. Hat mich sehr gefreut. Ich besuche dich auf jeden Fall wieder. Du bist ja nur 500 Meter von mir entfernt. Ja, ist ja meine Zeit. Gleich musst du dann in der Früh aufstehen. Das muss ich mal machen. Ob das jemals passieren wird, weiß ich nicht. Ja, du kochst ja immer so gut, verstehst du mir, was ich meine? Also du kannst einmal frühstücken gehen, steh ich mal in der Früh auf. Ich verspreche dir, ich werde es machen. Oder mal nach die Winterbeats in der Früh zum Frühstücken kommen, verstehst du mir? Mal um 8, 6, das war doch mal eine Geschichte. Ja? Sind wir noch nicht fertig mit dem Abbau, um 10 wird es sein. Das ist wurscht, Winterbeats frühstückt im Morgen. Und dann holen wir Weizen auf jeden Fall nach Winterbeats. Ja, Alter, so machen wir es. Hat mich gefreut, Klaus. Super. Herzlichen Dank. Danke dir. Alter, alles Gute. Euch schönen auch. Abend. Kommentare einfach hier runter und bleibt positiv. Genau, Servus. Ciao. Ciao. Perfekt. Das super. Ich habe es unterbrechen müssen, weil es kommt. Ja, jetzt kommt gerade mein Halb.